Solche einfache Menschen, auf einmal kommen, sie haben nie was vom Islam gehört, nie was gewusst. Es ist mir schwer gefallen, einen Preis zu nennen, einen Preis zu sagen. Weil auf einmal kommt eine solche Person zu dir und sagt, ich will mich bedecken. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kannst du mir sagen, was du hier hast? Kannst du mir das zeigen? Wisst ihr, was das für ein schönes Gefühl ist? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und im selben Moment kommt jemand in den Laden rein, subhanallah, kauft sich zwei, drei Mützen. Bei dem ich vor einem halben Jahr in seinem Laden gegessen habe, da war er noch Kuffar. Subhanallah, der sitzt heute unter uns. Er ist Grieche, subhanallah. Ihr könnt ihn nachher auch alle beglückwünschen. Aber wisst ihr, an dem Moment, du kannst die Welt nicht mehr verstehen. Du bist glücklich, Muslim zu sein. Ich habe vor einem halben Jahr bei ihm gegessen, er war Kuffar. Und du hörst auf einmal, er ist Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, was für eine Gnade, was für eine Niyame, subhanallah. Ein anderer, der gibt letzte Woche, gibt er ihr Essen aus, wenn ihr ihn früher gesehen hättet, wie er aussah und wie er drauf war. Und er hat nach Alkohol gerochen, subhanallah, und nimmt den Islam an. Subhanallah, sitzt hier und gibt uns Essen aus. Wir dürfen niemals urteilen, wir dürfen niemals sagen, der und der, der wird nicht recht geleitet. Allah recht leitet, wen er will. Allah macht, was er will. Und er lässt auch in die Irre gehen, wen er will. Deswegen muss man dankbar sein, subhanallah. Muss man dankbar sein, besonders wenn man mit guten Menschen zusammen sein darf. Wenn du mit Menschen sein darfst, subhanallah, die viel lächeln, die einen guten Akhlaq haben, ja, die ein gutes Benehmen haben. Danke Allah, mit diesen Menschen sein zu dürfen. Und das ist Balsam für die Seele. Das tut einem gut, wenn du dieses Gesicht siehst. Wenn er zu dir spricht, wenn er mit dir ist. Wenn er dich aufruft, Koran zu lesen. Und wenn er dir etwas Gutes sagt, wie ist dieses Gefühl in dem Moment? Es ist etwas Schönes, subhanallah, es macht die Brust weit. Es macht die Brust weit und mit diesen Menschen durften wir reisen. La ilaha illallah. Wir durften mit diesen Menschen reisen. Und glaubt es mir, obwohl die Talbiya, ihr wisst das, was man ausspricht. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Diese Sachen, die man ausspricht, normalerweise nicht, das spricht man nicht zusammen aus, jeder für sich. Aber es war ein Genuss, wallahi, es war ein Genuss. Ein Bruder hat angespornt, dass die Brüder das machen. Und subhanallah, dann, wenn sie das dann jeder für sich gemacht hat, es war so schön, subhanallah. Wir haben vorher eine Umrah gemacht von 9 Monaten davor. Und da waren wir mit 4 Mann und dieses Gefühl war nicht dasselbe. Es war nicht dasselbe. Wenn das in einer Gruppe macht, subhanallah, ist ganz anders. Komplett anders. Nicht umsonst liebt Allah subhanahu wa ta'ala nach diesen beiden Dingen das am dritten meisten, subhanallah, dass man gemeinsam am Seil Allahs festhält. Dass man gemeinsam festhält. Man merkt diese Stärke, subhanallah. Es macht so viel Spaß, dass man nicht in Worte fassen kann. Man kann, obwohl man die Kaaba gesehen hat, und es gibt Menschen unter uns, die waren dabei, die haben die Kaaba noch nie gesehen und du kriegst das mit, wie sie sich freuen. Wie sie sich freuen, die zum ersten Mal zu erblicken und sie fangen an zu weinen und so. Und diese Emotionen, die dann rüberkommen, diese Emotionen kommen auch gleichzeitig zu dir, subhanallah. Auch wenn das für dich schon was Normales ist, aber dadurch, dass einer mit ist, der die nie vorher gesehen hat, der sich freut wie ein kleines Kind und anfängt zu weinen wie ein kleines Kind, springt das direkt zu dir rüber, subhanallah. Diese Wärme und diese Emotion. Du kannst dich selber dann nicht mehr fassen. Das ist etwas sehr Schönes. Jetzt stell dir vor, du warst 20 Mal da und du gehst dahin und du hast nicht so einen neben dir. Es wird nicht so sein, subhanallah. In der Gruppe ist so viel Segen. La ilaha illallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem heiligen Buch zu der Pilgerfahrt und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt, so werden sie zu dir kommen. Zu Fuß und auf vielen hageren Reittieren, die aus jedem tiefen Passweg daherkommen. Geschwister, subhanallah, laufen Menschen aller Nationen rum. Mit allen Sprachen, in allen Farben und in allen Altersklassen. Von neugeboren bis ganz alt, bis greise. Menschen, die sich nicht mehr richtig bewegen können, die müssen so gehen. Und sie laufen und machen Tawaf und sie machen Sayy, subhanallah. Und das macht dein Herz auch weich, so etwas zu sehen. Du fragst dich, woher nehmen die diesen Glauben, diese Überzeugung, subhanallah, obwohl sie keine Kraft mehr haben, laufen sie noch diesen Weg. Und das ist nicht gerade wenig. Das ist eine große Anstrengung, subhanallah. Und sie machen es für Allah. Sie machen es für Allah, bei Allah. Ich habe so viele gesehen, die konnten ihren Kopf nicht mehr heben. Sie waren so gekrümmt. Und die stärken deinen Iman, diese Menschen zu sehen. Das stärkt, subhanallah. Egal was du da, weil ihr müsst wissen, das sind zwar heilige Orte, aber es gibt natürlich auch Sachen, die da falsch gemacht werden. Es gibt Sachen, die da auch falsch laufen. Aber wenn du diese Menschen siehst, subhanallah, dann wird dir bewusst, subhanallah, was manche Menschen opfern. Fragst du dich selber, was mache ich? Du kriegst dort ein anderes Bewusstsein. Ein ganz anderes Bewusstsein. Du wirst an Dinge erinnert, wo du hieran nicht erinnert wirst. Hier ist man viel abgelenkt, sehr viel abgelenkt. Wer erinnert sich hier selber? Selber sollte sich die Frage stellen an den Tod.
Wer erinnert sich an den Tod? Und wie oft erinnerst du dich an den Tod, wenn du dich an den Tod erinnerst? Geh mal hier auf einen Friedhof. Subhanallah, du denkst, das wäre irgendeine Feier. Irgendeiner hat geheiratet oder so. Oder irgendeiner hat ein Kind bekommen, aber nicht, dass irgendeiner gestorben ist. Ein Blumenkranz nach dem anderen, ein Blumenstrauß nach dem anderen. Und schön Bäume und Tannenzweige und. Alles am Blühen, als ob etwas Schönes passiert wäre, als ob etwas Gutes passiert wäre. Aber gehst du in einem Friedhof, der nach dem Islam geht, subhanallah, der nach islamischen Gesetzen geht, merkst du auf einmal, subhanallah, den bitteren Ernst. Bitteren Ernst, überall liegt nur ein Stein drauf, alles Sand. Und überall liegt nur ein Stein drauf. Und es wird kein Unterschied gemacht zwischen dem König, zwischen dem Minister, Politiker, zwischen einem Schauspieler, einem Fußballer oder einem einfachen Menschen, einem Armen, einem Bauer. Du weißt nicht, wer wo liegt. Wo ist der Unterschied, subhanallah? Und wo macht Allah Unterschiede? Im Glauben, la ilaha illallah. Im Glauben einzig und allein. Der Beste unter uns hier ist nicht der Beste, der am besten redet, der am besten rüberbringen kann. Derjenige, subhanallah, der Beste von uns, derjenige, der Allah am meisten fürchtet, der am meisten Furcht in seiner Brust hat, im Verborgenen, subhanallah. So Menschen wie Sufyan al-Thawri, die uns nahegelegt haben, wenn wir alleine sind, so viel wie möglich zu weinen. Frag dich, hast du diese Eigenschaft? Ich vermisse sie bei mir. Ich wünschte, ich hätte sie, diese Eigenschaft. Ich wünschte, ich hätte sie jemals besessen. Das ist etwas Hohes, subhanallah. Diese Gottesfurcht, diese innere Gottesfurcht, subhanallah, die nicht das Äußere, das viele vielleicht, das ist auch eine Sache, aber nicht nur das Äußere, das Innere, subhanallah. Das, was du im Verborgenen machst. Dann, subhanallah, wenn du getestet wirst, wenn es darauf ankommt, dass du zeigst deinen Glauben, dass du zeigst deinen Iman, ob du gläubig bist oder nicht. Liebe Geschwister, subhanallah, ich kann an jedem nur jeden nur raten, wenn er reist, in einer Gruppe zu reisen. Reist nicht alleine, subhanallah. Reist nicht mit ein oder zwei Mann. Wenn ihr könnt, versucht immer mindestens mit 5, 10 Mann zu sein. Die Atmosphäre ist ganz anders und besonders mit Gläubigen. Ihr müsst euch vorstellen, subhanallah, den Charakter eines Gläubigen, wie schön der doch ist. Ein Muslim, subhanallah, der ist schön gekleidet, er ist sauber. Er hat ein angenehmes Gesicht, er hat einen angenehmen Duft, subhanallah. Alles, was er mit sich trägt, außer seine paar Fehler, die jeder von uns hat, ist alles angenehm. Wir profitieren voneinander. Wenn du ihm die Hand gibst, selbst das ist ein Genuss. Und wenn du in seine Nähe kommst und den Duft wahrnimmst, subhanallah, wie er sich schön parfümiert hat, das ist etwas Schönes. Das ist eine Ni'mah, das ist eine Gabe, die nicht jedem zuteil wird. Danke Allah, wenn du mit diesem Menschen sein darfst. Das sagen die Gelehrten, das ist der große Erfolg auf dieser Dunya. Ein rechtschaffener Freund, der dich an Yawm al-Akhirah erinnert. An deiner wahren Heimstatt, subhanallah, da wo wir für immer bleiben werden, für immer und ewig, gibt es keinen Umzug mehr. In diesem Leben gibt es nur eine Chance. Gibt es nur eine Chance, was das nächste Leben anbelangt. Gibt es keine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance, gibt es nicht. In deinem Leben selber, für gewisse Freizeitaktivitäten, für gewisse Jobs und Familie oder sonstiges, gibt es vielleicht nochmal eine zweite, dritte, vierte Chance. Aber in deinem Leben selber gibt es keine zweite Chance. Müssen wir unsere Chancen nutzen. Müssen wir ändern, subhanallah. Das, was an uns zu ändern ist, glaubt es uns. Wir haben, subhanallah, gesehen, wie Familienangehörige nach 10 Minuten den Friedhof verlassen haben. Nach 10 Minuten ist alles vorbei. Sie trauern ein bisschen, geht 1, 2, 3 Tränen runter. Sie machen das Grab zu, legen einen Stein drauf. Und bei Allah nach 10 Minuten ist der Letzte weg. Wir waren die Letzten, weil für uns war das etwas Neues wieder. Ein neues Erlebnis, das wieder mitzubekommen. Manche von uns haben sich sogar selber in Gräber, die schon für den nächsten Toten vorgefertigt wurden, reingelegt, um sich an den Tod zu erinnern. Man hat Angst bekommen, man hat Panik bekommen. Weil das Grab ist eng, subhanallah. Ein ganz kleines Loch, schmal, und du wirst da reinkommen. Jeder von uns